Herzlich willkommen zur Pressekonferenz hier im Sportpark Grischow nach dem Spiel VfB Grischow gegen Chemie Leipzig. Die Gäste haben das Spiel gewonnen mit 0:1. Ich begrüße zu meiner Linken den Gästetrainer Miroslav Jagatic. Zu meiner Rechten wie immer Toni Lemke. Zuallererst übergebe ich das Wort den Gästetrainer, bitte. Ja, hallo zusammen. Heute war ein kleines Fußballfest hier. Man hat gemerkt, die Organisation war super. Wir wurden super empfangen. Und im Spiel wurde es dann ab und zu mal ein bisschen hitzig. Und ja, von unseren Fans ist man natürlich auch immer gewohnt, dass sie Stimmung machen. Aber wie gesagt, die Gegner-Fans haben auch richtig Rabatz gemacht. Also wie gesagt, mal ein kleines Fußballfest. Zum Spiel. Manche Situationen zerfahren. Wir hatten eigentlich sehr viel Ballbesitz. Ja, Grischow stand tief, hat dann natürlich auch die Situation gelauert, dass sie Konteraktionen bekommen. Teilweise haben wir es dann in der ersten Halbzeit trotzdem gut verteidigt. Aber wir haben dann, wie gesagt, unser Angriff auch nicht sauber zu Ende gespielt. Da sind wir auch zu wenig nachgerückt. Das war dann in der zweiten Halbzeit anders aus. Wie gesagt, weiterhin mehr Ballbesitz gehabt. Ja, und dann haben wir natürlich unsere spielerische Qualität gezeigt, über eine schöne Ballzirkulation, auch dann die Angriffe ja, doch sauber zu Ende gespielt, aber nicht zielgenau, eben dass eben draußen voll geworden ist. Ja, und ja, dann wurden wir belohnt mit dem Tor, können natürlich dann auch mit einem Elfmeter alles klar machen, aber ja, dann wurde Grischow irgendwie fertig, sehr viele lange Bälle geschlagen. Ja, und dann ist es immer so eine 50-50-Chance. Und das haben die dann, ja, hatten sie natürlich dann auch ihre Möglichkeit. Und dadurch, dass sie dann eben nicht das zweite Tor gemacht haben, wurde es dann, oder war es bis zum Schluss immer spannend gewesen. Wie gesagt, ich wünsche Grischow alles Gute. Und von unserer Seite her hoffe ich, dass wir unser Spiel wieder in der zweiten Halbzeit dann wieder fortsetzen können. Danke. Ja, vielen Dank. Toni, dein Statement zum Spiel? Ja, also erstmal Glückwunsch an den Gästetrainer, Glückwunsch an Chemie Leipzig für die 3 Punkte. Ja, zum Spiel. Ich denke, wir waren richtig gut drin. Erste Halbzeit waren wir, hatten zwar weniger Ballbesitz, aber hatten deutlich die größeren Torchancen. Und da müssen wir eigentlich ein Tor machen. Wenn wir da ein Tor machen, dann wird es, glaube ich, für Chemie richtig schwierig, weil bis zur 40. Minute hat Chemie, glaube ich, nicht eine Torchance gehabt. Und war noch nur ganz zwei, drei Mal im 16er, aber absolut ungefährlich. Ab der 40. hatten sie, glaube ich, mal 3, 4 Ecken in Folge und da war es ein bisschen gefährlich für uns, aber die erste Halbzeit war für uns richtig stark. Da müssen wir uns eigentlich belohnen für diesen Aufwand. In der zweiten Halbzeit kommt Chemie raus, hat mehr vom Spiel, aber auch wieder nicht die Riesenchancen. Wir hatten zwar weniger Entlastung, aber auch dort wieder bis zum Tor, wo ich sagen muss, der Buri macht das natürlich richtig stark, aber ich glaube, Chemie war nicht einmal alleine vom Tor heute bei uns, bis auf den Treffer von Buri. Von daher an meine Mannschaft ein Riesenkompliment für das Spiel, wir waren absolut auf Augenhöhe und mit ein bisschen Glück machen wir auch das 1-1 oder wenn der Schiedsrichter dann auf beiden Seiten die Hand sieht, Chemie kriegt einen Handelfmeter, ist okay, aber wir müssen eigentlich auch einen kriegen. Ich habe ihn dann gefragt, direkt auf dem Spielfeld, warum er den nicht gibt, er sagt, er hat es nicht gesehen. Das ist natürlich extrem ärgerlich, weil alle Spieler, die rundherum standen, sagen, es hat laut geklatscht, wie der Ball gegen die Hand geht. Da hätten wir ja, ein Quäntchen mehr Glück gebraucht oder ein Quäntchen mehr Glück, dass der Schiedsrichter besser steht und ihn gibt. Dann hätten wir dann 5 Meter bekommen und dann hätten wir uns für die gute Leistung ja, belohnt, wahrscheinlich mit einem 1-1. Aber trotzdem unterm Strich 0-1 verloren gegen eine Mannschaft wie Chemie Leipzig unter vor 1000 Zuschauern. Gutes Wetter, super Bedingungen, die Gästefans haben sich super verhalten, war ein tolles Fest. Von daher Hut ab an den ganzen Verein für diesen Aufwand, für dieses große Event für uns. War toll und ich hoffe, dass wir genau solche Events viel öfter bei uns erleben. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Toni, für den Setup. Gibt es jetzt noch Fragen an die beiden Trainer? Es gibt keine Fragen mehr. Wenn es keine Fragen mehr gibt, dann würde ich jetzt hiermit die Pressekonferenz schließen. Ich bedanke mich bei den Gästen und wünsche den Gästen auch eine gute Heimreise. Danke.